stimmt, die kamen ja dann. Hallo und willkommen zurück zu Monster Hunter Welt. Welt. Also, Groß Gyros. Genau. Ich hab zwar welche, aber immer nur mit 2 Silber Rewards. Ja gut, dann ist meine eh ganz gut. Ich habe eine Fang-Version mit 3 Silber. Okay, ja. Gold willst du ja nicht. Die wäre dann gleich gut, falls dir deine ausgehen. Ich habe eine angelegt. Also jetzt erstmal die optionale Quest ist die normale. Gut, machen wir die. Ich betrete. Ich muss nur F smashen, 100 Mal. Tada! Let's go! Naja. Bei euch auch schon Winter? Was laberst du? Na, da wo du lebst, ist auch schon Winter. Was laberst du mit Winter? Hast du schon Schnee gesehen? Nein. Ja, na also. Nein. Wir haben schon Schnee. Wir sind, glaube ich, aktuell noch in der Herbstzeit, oder? Die Bäume haben ja noch Blätter dran. Oh, du hast recht. Bäume haben Blätter. Tatsache. Warte, warum habe ich Muni im Inventar? Wahrscheinlich, weil ich das Ding nicht geleert hatte beim letzten Mal. Das brauche ich ja nicht für die Waffe, witzigerweise. Also, leer bitte. Ich hab gerne leer. Okay. Die Luft hier ist schon wieder so schlecht und stickig. Weiß nicht, wovon du redest. Mein Charakter huste. Okay, ich weiß gerade nicht, wie ich das gemacht habe. Ich bin gerade einfach runtergefallen. Was sind da alle waren? Jetzt, mach. Mach deinen Miaukan. Okay, du bist schon. Also gegen die Wand. Sehe ich das richtig? Ja, ich bin aber auch. Ich bin an dem Ding gespawnt, wo Rüstkugeln rauskommen. Ach so. Drachenknochen relikt, schön. Er haut einfach ab. Groß Gyros reißt sein Plus. Einfach kleine Gyrosse. Ist wohl an ihm vorbeigekommen. Au. Hat er mich gestunt? Aber ja, scheinbar, ich krieg's nicht hin aufzustehen. Ja, und dann springt er natürlich auf mich. Ah, das tut mir leid. Der ist gar nicht mal so schwach, oder du bist schwach, eins von beiden. Was laberst du für eine Scheiße? Nein, entweder ist er stark oder du bist schwach, oder? Kann man doch. Ja, aber ich meine, was laberst du für eine Scheiße? Aber auf welchem Niveau soll ich denn aktuell sein? Ich bin auf der Butterfly-Rüstung. Ja, ich weiß nicht, wie viel Rüstung die gibt. Das steht hier auf der Seite auch nicht. Aber du weißt ja, an welcher Position sie zu circa ist, da kannst du es halt denke ich einschätzen. Ja, das ist halt eine von den Flavor-Rüstungen, mit denen kein Mensch spielt, oder zumindest ist das mein Empfinden. Hallo Odo. ich muss ja auch förmlich an den Odo vorbei, läuft. Er wird dich in der Regel in Ruhe lassen. Schließt den Odo, aber der ist doch hier. Da gibt's mehr als einen. Ja, genau den meine ich. Warte mal kurz. Kämpfen die gerade gegeneinander? Noch nicht.
Oh, das war die falsche Richtung. Oh, ja, der Odo ist ja gegen die Wand geflogen. Ja, gut, dass er so weit gekommen ist, aber es war nicht mein Ziel. Oh, da ist ein Smart-Tank-Kabel. Schleuderfang, cool. Jetzt lass mich mal in Ruhe, ich habe kein extra Leben dabei. Also ich war nicht essen, will ich sagen. Ich mach mal kurz Licht aus. Weiß nicht, ob das wegen geblendet hat. Ich habe keinen Dung, sonst könnte ich ihn ja verscheuchen, aber... Unser Ziel läuft weg. Also ich würde dir raten, geh du zum Ziel und ich schicke den Odo mal gegen den Mann. Aber wenn er mich lässt. Okay, au! Ich versteck mich. Nee, kannst du mich denn... Achso, du bist instant aggro geworden. Okay. Ruft Verstärkung, der Kleine. Ich kann dich heilen, indem ich was trinke. Lecker. Der Großgörus ist verletzt. Schon Odo. Der Odo ist jetzt rot geworden, schade. Dazu. Okay, das war nicht in seine Richtung leider. Dann durch ihn durchgegangen bin. Weil... Odo will einfach nicht. So, aufhören. Einmal nachladen. Ah, oh, okay. Au! Jetzt habe ich der Odo scheinbar nur weggeschleudert. Wo bitte ist die Leiche? Na, hier an der Wand. Direkt neben dem Odo. Bin blind. Okay, ich habe einen Schwanz scheinbar sogar. Okay, er hat mich nicht erwischt bei. Okay, ich bin fertig geblutet. Mir lieber, dass er mir nervt. Kann uns doch gar kein Damage machen, glaube ich. Hä? Ernsthaft? Ja, die weil wir. Und dann sind wir resistent oder was? Ich dachte, ja, oder er hat uns gerade beide verfehlt. Und ich dachte, ich bin so gut ausgewichen. Ey, man kann auch sein. Bin mir nicht sicher, kommt nicht so oft vor. So ist ich der Sack gar dabei. Keiner bekommen. Ja, ich sehe hier auch keinen Sack. Schade. Dann ist Zeit für Untersuchungen. Ah ja, an sich. Dieser Unruhestifter wird noch mehr Ärger machen, wenn wir nicht losziehen und der Sache nachgehen. Was? Was? Warum redest du so leise, dass ich nichts verstehe? Ach, leise? So. Lag wohl am Akzent. So, diese komische Schiff da ist scheinbar wieder da. Die Argosi. Waren kaufen. Was hast du gegen die Argosi? Das ist ein Schlafbeutel, okay. Keine Ahnung.
Was soll ich herstellen? So, genau, was Rüstung angeht, komme ich ja jetzt gerade nicht weiter. Sonst nicht meine eigene. Schau es mit Palikos an aus. Da auch nicht, weil das genau dieselbe Art von Rüstung ist. Ah, okay. Den kann ich nicht, den kann ich nicht. Den kann ich überhaupt nicht. Okay. Den auch nicht. Kann den Baum bis hier gehen. Gehen wir den Baum. Ausrüstung schmieden, Waffe, Lanze, Gewehrlanze. Lass dir Zeit, ich gehe schnell in eine Spezialarena-Quest. Knochen. So, mehr Knochen in die Gewehrlanze. Was bringen dir Knochen? Ja, Knochengewehrlanze. Achso. Arme, ja. Okay. Das ist immer noch ein bisschen ein Problem. Ah! Okay, okay, da wollte ich nicht hinfahren mit meiner Maus. Sind Gutscheine für irgendwas notwendig? Ich habe keine Ahnung. Meinst du einen speziellen oder einen, der einfach nur Gutschein heißt? Er heißt einfach nur Gutschein. Ich weiß nicht mehr, welcher das war. Und der steht, tausche ihn gegen eine besondere Mahlzeit mit großer Wirkung als sonst. Größerer Wirkung. Als sonst. Okay. Ich dachte, du willst ihn jetzt irgendwo anders benutzen als zum Essen. Und war deswegen sehr irritiert, wo das überhaupt möglich sein soll. Hä? Ja, das meinte ich ja. Verkaufen. Wie viel ist der bitte wert, dass du ihn verkaufst? 500. Ja, mach ruhig. 32 von denen. Ja, wenn du Geld brauchst. Ich habe auch welche und ich bin ziemlich sicher, dass die fürs ganze Team gelten. Also wenn wir im absoluten Endgame sind, würde ich die halt benutzen. Weil soweit ich weiß, machen die halt einfach nur, dass diese Extra-Fähigkeiten, die unten aufgelistet sind, eine höhere Chance haben, dass sie aktiv werden. Schnurtrupp-Gutschein. Freundschaftsbeweise, Jana, neue Kontinente. Der Schmiede zeigen, was ist denn das? Wo soll man die denn verwenden? Was sind das für Gutscheine? Aber steht da denn? Habe ich gerade vorgelesen. Ja, das war sehr am Ende des Satzes. Also ich hab's jetzt nicht. In der Schmiede zeigen und sich überraschen lassen? Was ist denn das? Ja, irgendwo in der Schmiede muss es also was geben, was du damit craften kannst. Ich weiß aber nicht was. Also im Zweifel Wiki fragen. Okay. Das ist also wirklich Crafting. Die meisten Gutscheine sind, um in der Schmiede was freizuschalten. Also außer Essensgutschein oder wie? Ja, okay. Und Dampfgutschein ist auch nochmal was Eigens. Ja gut, aber solche habe ich glaube ich noch nicht. Nein, kommt erst im DLC. Gut, dass du beschäftigt bist. Der Kampf hier dauert nämlich länger. Wir haben einen AFK. Also nee, der ist jetzt glaube ich raus. Also nicht mehr. Nicht mehr so AFK. Naja, wir sind so oder so am gleichen Scaling, ob drei oder vier Leute, also
ist das? Kann man hier sortieren? Ah ja, gibt's sogar. Oh. Ja, ich will sie sortieren. Das ist... Der fragt mich gar nicht wie. Der sortiert es einfach irgendwie. Okay, interessant. Ich glaube, das Menü hat so einen Standard sortieren. Ja, ich hätte halt jetzt mal so ein Sortieren haben wollen, wo like das teuerste, also das, was am meisten wert ist, ganz vorne ist, damit ich gucken kann, was am meisten wert ist von dem Zeug, was ich habe. Aber naja, scheinbar nicht. Dauert halt nur ein bisschen, bis ich so viel finstere Tücher habe, dass ich davon leben kann. Wehrloser Bariot. Handelshof. Gehen wir mal hier hoch. Und zu dir. Ich kann aber auch nicht alle. Ach doch, das. Sag mal, geht das? Sehe ich hier. Ah ja, gut, wenn ich beim Anbauen bin, sehe ich direkt die Preise. Dann gucken wir mal, ob es was gibt, was mir mehr Geld gibt. Wirklich. Ja, dann ist das wahrscheinlich das, was am meisten Sinn macht. Wie oft kann ich das? Ha? Okay, weird. Habe ich jetzt irgendwie auch freigeschaltet, dass ich zweimal düngen darf? Weil jetzt habe ich quasi die Pilzernte auf hoch L abgegradet. Also ich kann nur einmal düngen, ich würde also sagen, nein. Das verwirrt mich ein bisschen. Kann immer nur ein Dünger aktiv sein, behaupte ich jetzt. Ja, aber ich hatte gerade irgendwie die Option, es war schon einer da und ich hätte jetzt auch einen anderen machen können, also... Ja, vielleicht gibt es denn zwei unterschiedliche Effekte, die tatsächlich parallel gehen. Ja. So. Bin etwas verwirrt. Ja, zahl dafür, wenn du keine guten Punkte brauchst. Was? Ja, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ob ich grüne Punkte brauche. Damit kann ich mir auf jeden Fall nichts in der Schmiede kaufen. Ja, das stimmt. Und ich brauche ja aktuell irgendwie so ganz groß die anderen Punkte, wie wir merken. Du brauchst echt Geld, keine Fleißpunkte.
Ja, das. Oh, die kosten alle so viel. Irgendwie 4000 für eine Rüstung, das ist schon ein bisschen heftig. Beschwer dich, wenn später 20.000 sind. Hey, bin da, bin auch. Oh. Wirklich? Bist du schon da? Ja, geh schon mal. Geh nicht vor. Warte, ich muss Waffe wechseln. Ich werde sonst nur wieder rausgeschmissen. Okay, bin bereit. Oh. Jetzt bin ich Schiff. Okay, dann bauen wir mal ab. Wenn ich hier schon lande, nehme ich die Knochen auf mit. Ich habe gerade echt viele Knochen verbraucht. Okay, du kümmerst dich um Knochen, ich kümmere mich um Monster. Ja, hier, Förderplatz. Lecker Rüstkugel. Spuren des Monsters, ja. Schönes Spiel. Spähkäfer leitet mich nach unten. Springen. Was springen soll ich? Ja, wenn du es. Man kann von da oben direkt hier runter schauen, wo wir gerade sind, ich und das Monster. Und dann auch springen, wenn man F drückt. Sah so aus, als hättest du es gefunden. Gut. Oh, schön. Das war sein Stoßzahn. Au. Da hat er ja genau auf mich gebissen. Aber warte kurz. Ich gebe dir mal Ausdauer. Und dann heile ich dich. Hat mich auch gestunt. Warum pennt er? Oder was auch immer da war. Hey, da ist eine Legiana runtergefallen. Wird. Ne, warte, ich muss das da, das da, das da einmal nachladen. Den Legiana kannst du looten für Monsterknochen, ey. Ja, weiß ich, vielleicht hat er mal eine Kugel getroffen, aber ich habe glaube ich einmal nach oben geschossen. Ich weiß nicht. Ich glaube, das kommt einfach random. Okay, wenn du meinst. Eine Leiche aus dem Korallenhochland. Achso, ich habe so einen Elektrostatus auf mir. Ja. Ist schon weg. Ah ja, ist er schon. Ist er da oben? Ja, da pendelt doch immer. Ah.
Ach so. Wir nehmen einmal Großgyros mit. Und hoffen auf Silver Rewards. Was sagtest du gestern? 18% Schuss? So beinahe, als würde man würfeln. Minimal besser. Ja, was soll man machen? Aber wir haben zumindest 3 Slots. Das erhöht die Schuss. Und wenn wir es kriegen, kriegen wir 2, wenn ich mir richtig entsinne, also. Ja, normalerweise, ja. Gut ist die Knirpse gar nicht. Hä, du hast noch was umgebracht? Ja, warum nicht? Die stehen ja hier nicht umsonst rum. Bei mir sind sie despawned. Da ist einer. Oh, okay, das sind ja sogar einige. Das sind ja sogar 4. Oha. Und dann nochmal 2 so. 12 Stück insgesamt. Ich hab auch 2x4 jetzt da unten. Guter Mod. Schön, ja, dass der noch funktioniert. Das ist schön. Wenn man es mal kriegt, dann kriegt man es auch richtig. So Kerzis. Also, dieser Unruhestifter wird noch mehr genug Ärger machen, wenn wir nicht losziehen und der Sache nachgehen. Die Schnürtruppler sind wieder da. Gut. Meine auch, aber ich ignoriere sie normalerweise. Du kannst doch nicht die Schnürtruppler ignorieren. Bring mir hier Lamebeutel. Weißt du, was wir machen könnten? Items bis Seltenheit Stufe 4 kann ich dir ja sogar irgendwie übergeben. Müssen mal gucken, wie. Was ist denn am meisten wert bei Seltenheit Stufe 4? Kannst du mir Items geben, wenn du meinst? Ja. Am besten etwas, das sich relativ hoch stackt. Dann kann ich dir theoretisch zumindest so ein bisschen dieser Geld geben. Unruhestifter wird noch mehr Ärger machen, wenn wir nicht losziehen und der Sache nachgehen. Ja, ich hätte hier was, das könnte sich fast lohnen. Okay, ich nehme Machtsamen mit und die versuche ich dir zu geben. Los, lad mich irgendwo hinein. Ich bin aber noch gar nicht weg. Kann auch schnell in eine Expedition. Oh, da ist ein Moment, aber ich glaube, ich muss da kurz. Ah ne, den brauche ich nicht mehr. Ich brauche Walhasag. Das ist der falsche. Okay. Ich konnte jetzt wieder düngen. Jetzt ist die Dauer wieder länger. Kann man das irgendwie immer wieder machen, damit man weniger oft hingehen muss oder so? Ja. Vielleicht. Ich beschäftige mich nicht mehr damit. Bei mir wachsen da nur Machtsamen. Und wie schlägt sich deine wie die anderen heißen. Aber mir wachsen da finstere Tücher. Ja, das ist schön. Und noch der eine Käfer, weil ich noch nicht ganz sicher bin, ob ich davon jetzt schon genug habe. Okay, schmieden wir mal Rüstung. Das sollte ja jetzt eigentlich funktionieren. Fangen wir mal an mit dem Westboy-Set. Wieder nicht genug Geld, Mann! Wie sieht's mit den Items aus? Was? Ja.
planen wir halt schon mal im Voraus. Du sagst. Mein Gott, Alter, ich. Ich gehe doch nicht schon auf eine nächste Mission, wenn ich meine Rüstung nicht fertig habe, eigentlich. Also, Großgyros fehlt mir einige Schuppen. Ja, warte, Jagras ist das. Großjagras. Oh. Okay. Aber ich weiß nicht, ob das direkt die nächste Rüstung ist. Das ist nur das, was von mir am meisten fehlt. Na gut. Das dürfte ja dann unkompliziert sein. Ah, da ging sogar direkt. Na komm, nehmen wir mal alles mit. Hast du eine Ahnung, wie viele finstere Tüger ich hier brauche? Obwohl, die sind ja... Ich dachte 40 waren es. Was? Ich dachte 40. Du meinst aber wahrscheinlich insgesamt. Du zählst jetzt nicht nur die, die mir jetzt noch fehlen. Ja, insgesamt, ja. Ah, okay, weißt du, was sehr viel Geld gibt? Was denn? Die Event-Quest Mosswein und Mooswein. 54.000. Das ist die mit dem meisten, wenn ich so vergleiche. Ich meine, alle normalen Quests geben, also wo man große Monster töten muss, geben hier erstmal so 12.000. Irgendwann werden sie dann wertvoller, aber die kannst du noch nicht machen. Mangels Jägerrang. Aber die würde gehen und ist sau. Ja, gibt sau viel Geld. Ich glaube nur, dass die schwer war. Aber man darf 8-mal sterben. Ich würde also jetzt beim ersten Mal kein Gutschein benutzen, wenn ich du wäre, aber wir könnten sie probieren ein paar Mal. Vielleicht kriegen wir sie hin. Wahrscheinlich macht da Fernkampf Sinn. Dann überlebt man bestimmt besser. Ja, oder man kann gut ausweichen. Oder man nimmt... Lebensrettermantel mit. Okay, also wie du willst. Ich warte auf dich. Ja, keine Ahnung, ich... Ach mein Gott, ich will da eigentlich erst die Rüstung fertig bauen. Das ist doch voll bescheuert. Ja, also brauchst du Geld. Willst du also die Eventquest machen, bei der es am meisten Geld gibt, ja oder nein? Ja, keine Ahnung, ich... Oh, gibt's nicht irgendwelche Items, die ich sowieso nicht brauche, die ich einfach verkaufen kann? Ja. Man, die man wirklich nicht braucht, sind halt auch nichts wert. Ja, eigentlich würde ich Monstermaterial nie verkaufen wollen. Außer du hast über 100 Stück von irgendwas, aber das bezweifle ich. Was für eine Quest? Die mit dem Schwein? Mosswein und Mooswein, ja genau. Und tu nicht so, als wäre die einfach. Die wird schlimm. Ich meine, da ist ein Schwein auf dem Bild. Ja, aber die wird schlimm. Aber du siehst, wie viel Kohle das gibt. Zumindest mehr als sonst. Es gibt, glaube ich, auch Untersuchungen mit härterem Zeitlimit, aber extra Geld. Könnte man auch schauen, ob wir sowas haben. Aber ich bin dafür mal schnell... Wir versuchen mal, ob wir diese Eventquest schaffen. Bin vorsichtig optimistisch. Ich habe sie, glaube ich, schon einmal geschafft. Man darf halt die Schweine nie aus dem Augen verlieren und immer nur eins bekämpfen. Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass die so stark sind, aber okay. Das ist eine Eventquest. Rate mal, das sind keine normalen Schweine. Bewerten nicht vergessen und ciao. Tschüss.